Mein Name ist Leopold Hurt, ich bin Komponist und Instrumentalist und als Instrumentalist Teil des Decoder-Ensembles. Also das Decoder-Ensemble hatte das Glück, von Anfang an dabei sein zu dürfen, als das Kai-Studio eröffnet wurde, das Kai-Studio 1, speziell für Konzerte auch. Es finden ja hier auch Education-Sachen statt, aber den Raum auch mit Installationen, mit Konzerten, mit Performances zu füllen. Das haben wir dann ein bisschen auch als unsere Aufgabe gesehen und also als unser Anspruch auch, dadurch, dass wir die Möglichkeit hatten, diesen Raum zu nutzen. Und wir haben ja extrem unterschiedliche Dinge hier auch gemacht. Also es gab mit Simon Steen Andersen einen Abend, das eigentlich schon ein Musiktheater war, mit einer eigenen Bühne und eigenen Bühnenaufbauten. Dann gab es ja diesen Abend mit Heinrich Horwitz, Entitäten, wo wir das ganze Stockwerk benutzt haben und hier eine große Performance gemacht haben mit Installationen von Instrumenten und mit Durchwandern der Räume und einzelnen Stationen. Dann gab es auch ganz multimediale Konzerte hier, also Abende zum Beispiel mit Sarah Nemtsov, die auch viel mit Video gearbeitet haben. Also für uns ist diese White Box eigentlich so ein Experimentierraum, den wir gerne nutzen und von dem wir auch froh sind, dass er existiert. Und also sind eigentlich auch ein bisschen stolz drauf, auf die Projekte, die wir hier realisieren konnten. Und wir hoffen, dass wir noch ganz viele hier machen können, weil der Raum hat noch viel Potenzial auch für andere Dinge.